flüssiger Stickstoff. Versuche mit flüssigem Stickstoff sind immer attraktiv. Das Zeug sieht aus wie ganz normales Wasser, aber wenn man es auf den Tisch schüttet, merkt man, dass die Flüssigkeit sofort zu sieden beginnt. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn flüssiger Stickstoff siedet bei minus 196 Grad und gegenüber diesem Siedepunkt sind raumtemperierte Tischflächen natürlich glühend heiß. Kein Wunder, wenn man sich das Molekül betrachtet, es ist völlig unpolar, es gibt keine Wasserstoffbrücken, es gibt nichts, was ein Stickstoffmolekül ans andere zu binden scheint. Deswegen verwundern wir uns nicht, dass der Siedepunkt so gering ist. Die Frage ist nur, warum gibt es überhaupt einen Siedepunkt? Es gibt sogar einen Schmelzpunkt von Stickstoff. Mit anderen Worten, wir sehen es ja in der Flüssigkeit, bei bestimmten Temperaturen halten offenbar die Teilchen in irgendeiner Weise zusammen. Es muss also eine Kraft geben, die selbst ohne die bisher bekannten Wechselwirkungen Stickstoffteilchen aneinander festhält, wenn auch so schwach, dass sie bereits bei minus 196 Grad in den gasförmigen Zustand übergehen. Das Geheimnis sind die sogenannten van der Waals-Wechselwirkungen, die vierte Wechselwirkung, die uns bisher noch gefehlt hat. Man bezeichnet sie auch als unpolare Wechselwirkungen, einfach deswegen, weil sie in erster Linie relevant sind für Teilchen, die keine Polarität haben. Wir haben also gerade beobachtet, selbst absolut unpolare Gase haben einen Siede- und einen Schmelzpunkt. Mit anderen Worten, es müssen zwischenmolekulare Wechselwirkungen existieren, auch ohne Wasserstoffbrücken, Dipole oder die Existenz von Ionen. Wir haben weiterhin beobachtet, die Siedepunkte unpolarer Stoffe sind eher tief. Allerdings steigen sie mit der Molekülgröße. Daraus können wir folgern, diese Wechselwirkungen sind eher schwach, hängen aber offensichtlich von der Größe der Teilchen ab. Van der Waals-Wechselwirkungen kann man sich folgendermaßen erklären. Selbst in den Elektronenhüllen unpolarer Teilchen gibt es kleine Ladungsverschiebungen. Eine Elektronenhülle ist etwas nicht sehr Festes, sie ist von außen beeinflussbar durch andere Ladungen und deswegen kann es passieren, dass so eine Elektronenhülle ins Schwingen gerät. Wenn sie schwingt, gibt es aber ganz kurzzeitig auf der einen Seite eine etwas positive und auf der anderen Seite eine etwas negative Seite. Die Induktion von Nachbarteilchen sorgt nun dafür, dass das Atom selber oder das Molekül selber kurzzeitig zum Dipol wird. In dem Moment wird es wiederum bei seinem nächsten Nachbar einen kurzzeitigen Dipol induzieren. Wir stellen uns das derartig vor. Eine Elektronenhülle schwingt. Dadurch bekommen wir einen Dipol. Nun wird das Nachbarteilchen durch das Delta Minus, durch die negative Auslenkung selber, dazu angeregt, seine Elektronenhülle zu verschieben. Und wiederum das Nachbarteilchen hier hat sich die Elektronenhülle verschoben, die schieben wir wieder raus. So dass kurzzeitig, wie beim Schunkeln auf dem Oktoberfest, alle Elektronenhüllen in die eine Richtung ausgelenkt sind. Und im nächsten Moment schwingen die Elektronenhüllen wieder zurück und dann ist das Ganze spiegelbildlich. In dem Moment, wo zwei benachbarte Teilchen, Delta minus, Delta plus, ganz kurzzeitige induzierte Ladungsverschiebungen erzeugt haben, können sich diese kleinen Partialladungen auch gegenseitig anziehen. Diese Anziehungskräfte, es lässt sich denken, dass sie relativ schwach sind, sind die sogenannten van der Waals-Wechselwirkungen. Fassen wir das Ganze zusammen. Bei den van der Waals-Wechselwirkungen handelt es sich um die gegenseitige Anziehung schwingender Elektronenhüllen
mit kurzzeitig induzierten Dipolen. Die an sich sehr schwachen Wechselwirkungen können allerdings bei großen Teilchen relativ stark werden. Mit entsprechend großer Elektronenhülle ist natürlich auch viel da, was da schwingt, und entsprechend stärker wird auch die Anziehung. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn man eine Badewanne voller Wasser in Schwingung versetzt, dann ist die Sauerei, die entsteht, erheblich größer, als wenn ich das in einem kleinen Wasserglas oder gar in einem Reagenzglas versuche. Eine große Wassermenge schwingt gleich mit deutlich größerer Amplitude als eine kleine Wassermenge in einem Glas. Wir beobachten ja auch, dass unpolare Moleküle wie die von Kerzenwachs oder Diesel keinesfalls mehr gasförmig sind. Es handelt sich in beiden Fällen um lange Kohlenwasserstoffketten. Im Fall des Diesels Größenordnung 8, 10, 12, 14 Kohlenstoffatome lang, bei Kerzenwachs dann über 30. Und diese Moleküle sorgen dann dafür, dass sie mit ihren Van der Waals-Wechselwirkungen in einem Feststoffverbund stehen. Umgekehrt, dass diese schwachen Wechselwirkungen tatsächlich sehr schwach sind, sehen wir am Extrembeispiel des Heliums. Helium hat einen Siedepunkt von minus 269 Grad Celsius, also nur 4 Kelvin. 4 Kelvin sind 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und das kommt einfach daher, dass dieses Teilchen abartig klein ist und nur eine winzige Elektronenhülle hat, die schwingen und damit Van der Waals-Wechselwirkungen ausbilden kann. Nun haben wir sie alle vier beisammen. Die ionischen Wechselwirkungen, die Wasserstoffbrücken, die Van der Waals-Wechselwirkungen und die polaren oder auch die Dipolkräfte. Wir werden in den folgenden Videos sehen, wie wir damit nun eine Vorhersage über physikalische Eigenschaften treffen können.